Willkommen zu meinem Lesemonat Dezember. Ja, der letzte Monat des Jahres. Als kurze Zusammenfassung, ich habe es nicht geschafft, 7 Bücher zu lesen. Damit war das nicht mein schlechtester Monat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe von meiner Leseliste ungefähr gar nichts gelesen. Doch, 2 Bücher habe ich gelesen. Und ich habe insgesamt 3216 Seiten gelesen. Das macht ungefähr 103 Seiten pro Tag. Ja, ich habe meistens 4 Sterne vergeben, zweimal 3 Sterne. Meiste waren Hardcover. Die meisten Bücher waren tatsächlich auf Englisch, deswegen habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger gebraucht. Genau. Ich fange mit einem Buch an, was ich halt nicht zeigen kann, weil das ein Hörbuch war, und zwar Red Rising, der dritte Teil von Pierce Brown. Ja, damit habe ich die Trilogie tatsächlich beendet als Hörbuch, genau. Ich muss sagen, ich fand die Trilogie wirklich, wirklich großartig. Ja, es hatte ein paar kleinere Schwächen, die vielleicht noch mit der nächsten Reihe sozusagen von dem Autor noch nachlassen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, hat mir dieses Sci-Fi-Action und Intrigen und Gemetzel, ja, fand ich mal wieder nicht schlecht. Ging so ein bisschen in Richtung von Game of Thrones, nur im All sozusagen. Es gab auch 100.000 Charaktere und diverse Plotwendungen und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auch die Hörbücher an sich fand ich auch sehr gut. Genau, und deswegen hat es auch 4 Sterne von mir gekriegt. Dann habe ich ein Buch endlich gelesen. Ich könnte es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Und zwar The House of Hades von Rick Riordan. Der 4. Band der Heroes of the Olympus Reihe. Der war ja auf meiner Liste von 18 für 2018. Und deshalb habe ich den gleich am Anfang des Dezembers gelesen, weil es das letzte Buch war, was mir noch fehlte. Das war wirklich, ich habe wirklich bis ganz zum Ende gewartet, diesen Jahres, um dieses Buch zu lesen. Und da muss ich sagen, war ich tatsächlich positiv überrascht. Also es hat mir wenig besser gefallen als der 3. Band der Reihe. Ja, also wir verfolgen eigentlich so 2 Erzählstränge. Also einmal die eine Gruppe der Helden und die andere Gruppe der Helden, die sich halt in verschiedenen Orten befinden und dann sich quasi so aufeinander zuarbeiten wieder. Ja. Hat mich diesmal wieder sehr gut unterhalten. Keine Ahnung, was im 3. Band war. Der 3. Band hat mir so gar nicht gefallen. Vielleicht, weil ich auch da ein Jahr drin gelesen habe. Jetzt fehlt mir noch ein Band der Reihe. Genau, und weil ich da ja so schön im Schwung war, habe ich gedacht, ach komm, dann liest noch dieses kleine Büchlein. Das sind Demigod Diaries. Ja, da sind 4 Kurzgeschichten drin. Rund um die Percy Jackson-Reihe und die Heroes of Olympus-Reihe. Ich würde es auch empfehlen, erst nach der Heroes of Olympus-Reihe zu lesen, beziehungsweise zumindest nach den ersten 2 Bänden, sag ich jetzt mal. Weil hier auch Charaktere vorkommen, die halt nur in der Heroes of Olympus-Reihe vorkommen. Ja, da hat mir die erste Geschichte sehr gut gefallen. Das ging um die Vorgeschichte von Annabelle und Luke und Talia, hieß die, glaube ich. Und dann gab es noch 2 etwas seltsame Geschichten. Und dann die letzte Geschichte, ja, war halt tatsächlich nicht von Rick Riordan, sondern von seinem Sohn geschrieben. Die fand ich aber auch sehr interessant. Genau, ansonsten waren hier noch so kleine Rätselchen drin und so Bilder. Die Bilder waren nicht schlecht. Und so Schnickschnack. Das Buch sieht sehr, sehr klein aus, hat aber tatsächlich 250 Seiten. 242 Seiten. Habe ich auch lange dran gelesen. Für die paar Seiten. So. Achso, dann habe ich noch eine Trilogie beendet. Da habe ich jetzt gerade den 3. Band nicht hier, weil verliehen. Und zwar habe ich The Darkest Minds, die Trilogie beendet mit dem 3. Band In the Afterlife. In the Afterlight. Das ist der 1. Band. Ja, eigentlich eine klassische Dystopie mal wieder. Ja, wo die Welt sich verändert hat nach einer wie auch immer gearteten Katastrophe. Sterben halt die Kinder, beziehungsweise die, die nicht sterben und überleben, entwickeln halt besondere Fähigkeiten und werden dann in solche Camps verbannt, weil die Erwachsenen halt Angst vor denen haben. Und diese Kinder proben dann sozusagen den Aufstand und wollen natürlich raus aus diesen Camps. Schon wieder so lange her. Also ich weiß nicht, von dem 3. Band auch so. Es hat auch 4 Sterne von mir gekriegt. Ich fand den Abschluss eigentlich sehr gut. Wobei es mir dann ganz am Ende, glaube ich, ein bisschen zu schnell
vorbei war. Also irgendwie ging es dann, die ganzen Probleme, die sich halt vorher aufgetürmt haben, haben sich dann sehr schnell aufgelöst am Ende. Also das fand ich ein bisschen arg überstürzt. Ich meine, man braucht jetzt keine jahrzehntelange Schlachten, aber das Ende, wie es dann war, war halt sehr so nach dem Motto, wieso habt ihr das nicht schon längst vorher gemacht, so. Naja. Aber war auf jeden Fall ein sehr guter Abschluss. Ich mochte die Charaktere auch alles sehr gerne. Kann ich also weiterempfehlen. Genau. Habe ich noch irgendein Hörbuch gehört? Ich bin mir sicher. Genau, dann hatte ich mal wieder Lust auf ein, ja, weihnachtliches Buch nicht unbedingt, aber auf ein Reread. Und zwar habe ich mir dann den Hobbit von J.R.R. Tolkien als Hörbuch angehört. Das ist leider auch mit der neuen Übersetzung, wobei ich gar nicht weiß, wie viele Übersetzungen es von den Hobbit gibt. Wahrscheinlich schon einige. Ja, also es ist mir jetzt nicht so schlimm aufgefallen wie bei Herr der Ringe, weil Herr der Ringe habe ich einfach zu oft in der K.O.-Version gelesen. Das heißt, die Kriege-Version geht gar nicht bei mir dann. Den Hobbit hatte ich vorher, glaube ich, erst einmal gelesen. Das ist auch schon ewig her, deswegen fiel mir das nicht so stark auf, wobei ich trotzdem ab und zu mal gedacht habe, hä? Kennt ihr das irgendwie, wenn ihr das so in so eine Welt eintaucht, die ihr schon kennt, mit so Charakteren, die ihr schon kennt, also so den Hobbits und so, und plötzlich sagt einer irgendwas und denkt so, das passt jetzt so gar nicht. So ging es mir manchmal echt in dem Buch. Also, ja, das ist einfach nicht so der Sprachstil, den ich halt mit der Geschichte verbinde und mit den Hobbits und mit dieser Welt, und dann fällt mir das immer auf. Naja, aber als Hörbuch war es, also es war übrigens sehr, sehr, sehr grandios gesprochen. Also das, der Sprecher, ich weiß nicht, das ist auch irgendein Schauspieler. Ja, der hat das so geil gemacht. Und ja, deswegen kann ich das Hörbuch nur empfehlen. Es ist auch nicht so lang, also zu so den Herr der Ringe Büchern. Also wer so einen Einstieg in Mittelerde und die Welt sucht, der ist, glaube ich, mit den Hobbits schon sehr gut beraten. So, achso, dann habe ich noch eine Reihe beendet, und zwar habe ich es geschafft, die Grisha-Reihe zu beenden. Ich habe die als E-Book gelesen, deswegen habe ich den Band jetzt auch gerade nicht hier. Ja, ich habe es endlich geschafft. Also ich muss sagen, mir gefiel die ganze Reihe nicht so gut. Also ich fand der Anfang, der ganze erste Teil vom Anfang fand ich interessant, weil es mal irgendwie eine etwas andere Welt war, als halt dieses Russisch angehaucht war. Aber dann hörte es dann da auch schon auf, weil danach ging es eigentlich mit Young Adult Fantasy Klischees weiter. Ja, unsere Hauptperson ist die Auserwählte, hat eine besondere Fähigkeit, wird dann ausgebildet in einer Schule quasi, also wie jede andere Protagonistin in jedem anderen Jugendbuch. Ja, und dann gingen mir die beiden Hauptpersonen auch ewig auf den Keks. Also Alina, das Mädel, und Mel, ihr Love Interest, da fand ich beide furchtbar. Also im zweiten Band kam dann Nikolai vor. Das war so mein Lieblingscharakter aus der ganzen Reihe. Deswegen kriegt er jetzt auch seine eigene Geschichte, was ich sehr gut finde. Aber die anderen Charaktere fand ich alle furchtbar. Ach ja. Und deswegen, also auch der dritte Band hat von mir 3 Sterne gekriegt, weil ich auch das Ende 0815 fand. Also auch beim Ende dieser Trilogie werden wieder sämtliche Klischees rausgekramt, die man schon aus 180.000 anderen Büchern kennt. Es war einfach nichts Überraschendes. Also ich hoffe jetzt sehr auf die Six of Crows Reihe, dass die Story einfach eine andere ist. Also ich habe mir das Gefühl, bei der Grisha-Trilogie hat Libardugo noch so ein bisschen geübt und hat einfach eine Geschichte geschrieben, mit sämtlichen Young Adult Klischees, die halt zur Zeit in waren. Und ja, kann man lesen, muss man nicht. Genau. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch, was ich tatsächlich beendet habe dieses Jahr. Auch eine Subleiche total. Und zwar My True Love Gave to Me. Das ist ein Kurzgeschichten-Sammelband von verschiedenen Young Adult und Contemporary Autorinnen. Autoren und Autorinnen, unter anderem halt Holly Black, Gail Forman, David Levison, Jenny Han, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Lainey Taylor, Kirsten White, also das ist wirklich so die Elite der Young Adult Autoren vertreten.
Und ich muss sagen, es hat mir erstaunlich gut gefallen. Also hier geht es tatsächlich um Weihnachtsgeschichten. Also es gab auch noch so zwei Silvestergeschichten zu sagen. Aber das meiste sind halt wirklich Weihnachtsgeschichten, Kurzgeschichten von diesen Autoren. Ja, und ich fand, das war so mein... Das, was am meisten Weihnachtsstimmung bei mir irgendwie jetzt im Dezember erzeugt hat. Also ich kann es auch wirklich für den Dezember empfehlen. Weil die Geschichten waren einfach so süß. Ach ja, man liest das und hat so wirklich so ein wohliges Gefühl danach. Denkt so an Weihnachten und an Liebe und an keine Ahnung was. Und genau das hat es halt ja, übermittelt. Und mir gefielen auch eigentlich alle Geschichten gut. Also manche noch so ein bisschen besser als andere. Aber mir gefielen einfach alle gut. Ich muss es ehrlich sagen. Selbst Lainey Taylor war ein bisschen strange, aber auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Rainbow Rowles Geschichte großartig. ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich finde auch diese Aufmachung einfach zuckersüß. Da gibt es ja noch so eine Sommergeschichten, Kurzgeschichtensammlung von den Autorinnen. Ich bin auch echt gespannt, ob ich hier vielleicht auch nochmal holen soll. Ich habe das jetzt dafür jetzt echt ewig gebraucht, muss ich sagen. Das war schon 3 oder 4 Jahre. Aber ich finde, es hat sich tatsächlich gelohnt, das zu lesen. Ja, genau. Das war quasi mein Lesemonat Dezember. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich es nicht geschafft, A Queen of Air and Darkness zu Ende zu lesen. Das Buch werdet ihr dann erst im Januar sehen. Es ist einfach zu dick. Und ich hatte nicht genug Zeit. Ja, aber ich habe schon damit angefangen. Genau, also insgesamt habe ich jetzt mal vielleicht so als Abschluss es geschafft, 134 Bücher dieses Jahr zu lesen. Was wirklich eine Menge war. Das ist mein lesereichstes Jahr gewesen dieses Jahr. Wo ich immer noch nicht so ganz mit klarkomme, aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Ja, ich habe auch sehr, sehr, sehr viele gute Bücher gelesen. Auch ein paar schlechte. Das sind ja meine Tops- und Flop-Videos. Es gibt auch noch Videos für meine angefangenen Reihen, meine beendeten Reihen. Und es wird auch noch so ein paar Videos noch geben, denke ich. Ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen Jahresabschlussvideo machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein extra Video für mache oder ob ich das mit meinem Bookjournal zusammenpacke. Mal schauen. Genau, aber damit ist das Jahr jetzt für mich beendet. Lesetechnisch noch nicht ganz, auch fast, weil ich habe jetzt auch keine Zeit mehr zu lesen. Es ist Silvester, es ist der 31. Dezember. Passiert nicht mehr viel lesetechnisch heute. Genau, dann wünsche ich euch einen, ich wollte gerade sagen, guten Rutsch ins neue Jahr. Allerdings, also ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ihr werdet das Video erst danach sehen. Und einen guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch weiterhin meine Videos an. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.